Ja, hallo meine wachsumgehenden Freunde, wir haben heute ein weiteres Video. Ich bin jetzt bei Daniel angekommen, das ist in der Nähe von Bad Kreuznach. Bad Kreuznach ist so in der Nähe von Frankfurt und aus Köln kam ich jetzt. Also eine kleine Weltreise haben wir schon hinter uns. Wir haben es 2 Tage vor der internationalen Meisterschaft der GmbF. Daniel sieht brutal aus, muss man sagen. Die Form ist meines Erachtens nochmal besser geworden, ist jetzt am Laden, das schauen wir uns nachher nochmal an. Vorher muss ich mir aber erstmal was zu essen machen. So, man sieht schon, Daniel hat hier ordentlich vorgekocht. Muss aber auch sagen, das sieht auch gut aus. In die Richtung werde ich jetzt auch erstmal gehen. Ich würde behaupten, ins Foodblogger-Business kann ich auch bald einsteigen. Kochbuch gibt es dann bald erhältlich. Daniels Gluteus wird gerade noch rasiert. Dementsprechend müssen wir warten, bis er fertig wird. Und dann geht es für uns ab in sein Home Gym. Da wird ein kleiner Formcheck gemacht und natürlich auch erstmal ordentlich trainiert. So Daniel, was gibt es jetzt hier? Hier gibt es, wie immer, 125 Gramm Reis. Heute Jasminreis, kein Spitzenlangkornreis, weil es einfach besser schmeckt, hatten wir gestern die Thematik. Ja. Dann 200 Gramm Himbeeren sind hier drin noch verpackt, hier unten. Es gibt 30 Gramm Cornflakes und 30 Gramm Honig und eine Tonne Zimt. Wie viel lädst du heute? Heute haben wir geplant, 850 Gramm Carbs zu laden. Und auf wie viele Mahlzeiten? Es sind 5,5, wenn du so willst. Also ich habe 5 feste Mahlzeiten mit jeweils ungefähr 125 Gramm Reis oder Haferflocken. Eigentlich 4 Reismahlzeiten und nur eine Haferflockenmahlzeit. Und dann gibt es noch einmal eine Packung Snackjacks. Aber das würde ich eher so als Snack zählen. Ne? Also so bei der Größe, keine Ahnung, die Snackjacks sind nochmal 100 Gramm Carbs. Ansonsten ist das Ganze immer so zwischen 150 und 160 Gramm Carbs pro Mahlzeit verteilt. Ähnlich viel wie beim letzten Mal in den Niederlanden oder mehr oder weniger? Ja, nur jetzt ist der Unterschied, dass wir statt 4 Ladetage nur 3 Ladetage haben. Dementsprechend sind wir nicht wie bei den Niederlanden erstmal mit knapp 700 rein, sondern wir sind jetzt direkt bei 800 eingestiegen und ja, haben das Ganze dann auch nicht so langsam nach oben gepusht und werden nochmal so einen Taper, so einen stark machen, sondern wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, weil wir jetzt auch die Erfahrungswerte haben, wie viel Carbs letzten Endes dann rein konnten, ohne dass ich irgendwie spilled war, dass wir hingehen und jetzt mit gestern dem Tag 800 haben, dann nochmal 850 und dann wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob morgen nochmal ein Taper ansteht oder nicht, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall diese 2600 Gramm Carbs laden werden und dann mal gucken. Ne? Also so morgen ist auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer. Ich denke so 800 oder so und dann am Wettkampftag nochmal ein bisschen über den Tag fahren und dann sollten wir ungefähr auf die gleiche Menge kommen. Das hat eigentlich schon vom Look her ganz gut ausgesehen. Ja, dann würde ich sagen, gönn dir erstmal und dann geht es für uns weiter mal ein bisschen über die Form schauen. Ne? Yes. All right.
So, meine Freunde, Trainingseinheit ist durch. Für Daniel gab es jetzt nur eine Pump-Session, ne? Yes. Da geht noch was, ne? Da ist noch ein bisschen Pump möglich, oder? Würde ich sagen. Dementsprechend müssen wir jetzt fix nach Hause eilen, damit der Junge seine Carbs reinbekommt, ne? Seine ja. Lademeals. Weil es sollte natürlich jetzt nicht alles auf den Abend fallen, beziehungsweise auf wenige Stunden, sondern immer schön über den Tag verteilt. Ja. Dementsprechend geht es jetzt für uns los und dann sehen wir uns wieder vor Ort. Zeit. So, meine Freunde, wir sind zurück angekommen. Ich lasse Dani jetzt an der Stelle mal ein bisschen in Ruhe, weil es wichtig ist, dass sich sein Stresslevel natürlich auch so ein bisschen senkt, weil selbst wenn man richtig lädt, also beim Laden generell alles richtig macht mit seinem Peaking-Protokoll, kann es natürlich immer sein, dass der Stress einem so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, in dem Sinne, dass die Form sich dann auch relativ zügig verschlechtern kann. Da habe ich selbst meine Erfahrungswerte schon mitgemacht bei anderen Athleten und dementsprechend wird das auch bei Daniel der Fall sein, wenn das Stresslevel, die Erwartungen muss man natürlich auch sagen, sind immer relativ hoch, dann entsprechend sich weiter oben hält, kann das natürlich darin münden, dass beispielsweise Bauch weicher ist, die Beine weicher werden etc. Ja. Ladeschema ein bisschen abgewandelt dieses Mal, von 4 auf 3 Tagen gegangen, dann ein Stück weit aggressiver mit dem Ziel, hier entsprechend härter zu kommen, weil man natürlich noch einen zusätzlichen Tag hat, um zu pushen, was bei 2 Wochen, die man dann zwischen den Wettkämpfen hat, schon entscheidend ist, zumal man ja eigentlich dann erst von so einem geladenen Status auch sich erstmal ein Stück weit runterarbeitet. Yes, da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise generell muss man immer schauen, was ist jetzt so die Zielsetzung für welchen Wettkampf und was ist jetzt so die dienlichste Ladestrategie. Da gibt es jetzt keine Blaupause, die man anwenden kann und sagen kann, okay, das ist das, was immer passt und für jeden Athleten, sondern man muss da mal so ein bisschen hin und her orgeln, um zu schauen, okay, was passt in welcher Situation. Aber darauf könnte man entsprechend in einem anderen Video noch mal ein bisschen genauer eingehen, wenn das Interesse da ist. Ja, meine Freunde, für mich gibt es jetzt auch erstmal eine proteinreiche Mahlzeit und dann genießen wir noch ein bisschen den Abend. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt, besonders weitere Videovorschläge, ansonsten natürlich den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut und ansonsten, meine Freunde, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren.